Wolltest du schon immer mal wissen, wie man multigenerationale Teams erfolgreich führt? Dann bleib jetzt dran. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hallo, wir sind Tanja und Julia von Thank God It's Monday. Lange Zeit wurde im Personalmanagement und in der Unternehmensführung dem Umgang mit unterschiedlichen Generationen oder der Zusammenarbeit zwischen den Generationen wenig Beachtung geschenkt. Erfolgreich können Unternehmen allerdings zukünftig nur dann sein, wenn sie sich rechtzeitig auf die verschiedenen Generationen in der Arbeitswelt einstellen und dabei die multigenerationale Zusammenarbeit fördern. Ich darf euch Marc vorstellen. Marc ist unser Avatar und unsere Beispielführungskraft, die allerhand Spannendes im eigenen Unternehmen erlebt. Die Erfahrung mit den Generationen hat Marc auch gemacht. Besonders bezüglich der Arbeitgeberattraktivität, aber auch in Bezug auf die Erhaltung der Schnelligkeit und der Agilität in seinem Unternehmen. Wir haben einfach heutzutage überhaupt gar keine Zeit mehr dafür, uns mit Energieverlusten im Miteinander aufzuhalten, wegen der Unterschiede, die auf natürlichem Wege zwischen Generationen entstehen oder bestehen. Schau dir mal diesen Generationenüberblick zusammen mit Marc an. Wir sehen unglaubliche Unterschiede zwischen den Babyboomern der Generation X, der Generation Y und der Generation Z. Das ist schon spannend. Du kannst natürlich hier kurz auf Pause klicken, um dir alles im Detail durchzulesen, aber schauen wir mal auf die wichtigsten Unterschiede. Die Babyboomer legen wahnsinnigen Wert auf Leistung, auf Geld, auf Status, aber auch auf Disziplin und auf Loyalität. Und sie sind grundsätzlich sehr ehrgeizige Menschen. Natürlich gibt es auch verschiedene Charaktere, aber das ist so eine Eigenschaft, die den Tenor darstellt. Manchmal sind sie auch ernüchtert und fast schon ein bisschen zynisch. Die Generation X liebt finanzielles Auskommen. Sie haben enge Freundschaften, manchmal haben sie auch ihre Familie durch Freunde ersetzt. Sie sind auf jeden Fall wahnsinnig selbstbewusste Charaktere und sie hinterfragen Autoritäten. Die Generation Y im Vergleich dazu übernimmt gerne und ständig gesellschaftlich Verantwortung. Sie haben auch ein gewisses Systemmisstrauen, gepaart mit einem wahnsinnig hohen Idealismus, der an vielen Stellen auch manchmal enttäuscht wird. Während die Generation Z ein hohes Bedürfnis nach Sicherheit hat, nach Stabilität und nach Lebensqualität. Sie denken total global, sie denken eigentlich nicht mehr in Grenzen oder in Nationalitäten. Sie sind ungeduldig und fordernd. Du siehst, es ist gar nicht so leicht, Generationen in einem Team zu vereinen, sie gleichermaßen gut zu führen und darin noch hervorragende Kommunikation und Produktivität zu gewährleisten. Deshalb nimmt die Bedeutung des Generationenmanagements immer weiter zu. Es müsste auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Generation eingegangen werden, wonach diese Bedürfnisse dann ausgleichend zusammengeführt werden. Das ist schon eine Herausforderung für Führung. Die Lösung der Führungskraft als Coach ist es, es im Team bzw. im Unternehmen zu schaffen, den unterschiedlichen Menschen und Generationen einen Perspektivwechsel zu ermöglichen. Menschen sollen sich gegenseitig ineinander hineinversetzen können. Marc hat im letzten Jahr hierzu ein wundervolles Tool in seinem Unternehmen integriert, nämlich das Reverse Mentoring. Beim Reverse Mentoring werden die Rollen des klassischen Mentorings getauscht. Jetzt coacht der Junior den Senior, alt lernt von jung. Und die Lernpyramide wird auf den Kopf gestellt. Gleichzeitig steigt durch den Perspektivwechsel der Wissenstransfer und Vorurteile werden abgebaut. Eine wichtige Rolle als Führungskraft ist also der Brückenbauer, der den Perspektivwechsel in anderen fördert und sie miteinander verbindet. Welche Rollen eine Führungskraft X.0 noch hat, erfährst du dann im Vortrag. Buche jetzt dein Ticket.